Und leckere Klappereien standen auf dem Tisch und ein paar Flaschen noch dazu. Ne? Also wie bei mir daheim. Ich habe daheim sogar leere Flaschen im Kühlschrank stehen, weil wenn Besuch kommt zu mir, die nichts trinken wollen. Sieh, und das Schöne ist ja, an so einem Abend, wenn die Frauen so zusammensitzen, gell? Also man kann so leidenschaftlich über die Männer lächeln. Ja? Das machen wir leidenschaftlich gern. Sie auch? Also meiner ist ja die Schöpfung der, nee, die Krone der Erschöpfung. Letztens habe ich zu ihm gesagt, was tätest du sagen, wenn ich einen anderen Mann kennenlerne tät? Da sagt er, oh, armer Kerl. Ja, ja. So ist der. Letzt kommt dazu, man sagt, du sag mal, wo kommt denn unser ganzes Haushaltsgeld hin? Da habe ich gedacht, da stell dich doch mal auf die Waage. Letzte Woche war ich beim Gynäkologe. Sie kennen das, ne? Dann hat er zu mir gesagt, Sie sind ja noch Jungfrau, obwohl Sie schon dreimal verheiratet waren. Dann habe ich gesagt, ja. Mein erster Mann war Architekt, der hat nur geplant. Mein zweiter Mann war Musiker, der hat nur gespielt. Und mein jetziger Mann ist Handwerker, der sagt immer jeden Tag, morgen fangen wir an. Deswegen war ich heute Morgen bei ihrer Wahrsagerin. Da hat die Wahrsagerin hat einen gejammert. Da sagt sie, oh Gott, ich sehe Schreckliches. Ihr Mann wird in den nächsten Tagen sterben. Da sagt er, ja, das weiß ich ja. Ich bin dir bloß wieso, ob ich freigesprochen wird. Sie, kürzlich habe ich bei uns im Reiterhof eine Tupperparty gegeben. Sie, ich komme schon seit 5 Jahren komme ich dahin. Und die haben 2 Pferde. Die sehen sich so ähnlich, dass ich sie bis gestern noch nicht auseinanderhalten konnte. Erst gestern habe ich festgestellt, dass der Schwanz von dem Braunen ein bisschen länger ist als von dem Weißen. Als ich dann mit meinem Vortrag fertig war, bin ich dann heimwärts gelaufen, weil ich war zu Fuß da, das ist nicht weit weg von mir, ich brauche bloß durch das Wäldele zu laufen. Ne? Mitten auf dem Waldweg steht ein Auto. Das hat so gewackelt. Ich habe gedacht, geh mal hin, schau mal rein, es könnte ja was passiert sein. Ich hin, rein geklotzt. Dann habe ich gesagt, nee, nee. Rheinländer sind das, kenne ich, die schunkeln anders. Und die Frau in dem Auto, sie, die konnten nicht mal Oktoberfest sagen. Die hat ja immer gerufen, oder Fest, oder Fest, oder Fest. Jetzt, wie ich so den Waldweg in heimwärts laufe, ich habe in der Zeitung nämlich gelesen, dass in dem Wäldele ein Exzeptionist rumlaufen soll. Exzeptionist, Exzeptionist, Exzeptionist. Wo ich jetzt am Busch vorbeigelaufen bin, habe ich gedacht, wenn der jetzt nicht gleich kommt, gehe ich heim. Aber wenn du so bei Tuba bist, gell? Also wir waren ja von Tuba aus drüben in England. Wir haben die Produktionsstätte und die Firma und die Fabrik und so alles so wohl besichtigt. Ne? Nach 2 Wochen sind wir heimgekommen. Meine Nachbarin ist gleich rübergekommen. Da sagt sie, Mensch, wie war es denn so? Und da habe ich gesagt, oh, very. Da sagt sie, nee, wie waren denn die Leute und so? Ne? Da habe ich gesagt, oh, very.
Da habe ich gesagt, du verstehst mich falsch. Wie war denn das Essen so und allgemein und so? Da sage ich, oh Veri, da sagst du, du bist eine blöde Kuh. Jetzt bist du 2 Wochen in England und kommst rüber und redest bloß noch Englisch. Da habe ich gesagt, oh, lass mich doch endlich mal ausreden, oh Veri, ich bin nicht mehr gefahren. So, jetzt stoßen wir mal auf die schöne Tupperparty an, mit einem badischen Trinkspruch, der leicht ins Französische übergeht. Wir stehen bitte alle auf, auch ganz hinten, alles auf. Erheben unser Glas auf einen schönen Abend und nach dem Motto, schüttet Brünner, Prost.